So, hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr reinschaut zur nächsten Ausgabe von Gezockt. Heute mal wieder nur mit mir alleine. Stefan ist wieder in München. Wir werden versuchen, dass er so einmal im Monat, alle 6 Wochen herkommt oder ich irgendwie nach München komme und wir dann auch da halt viel gemeinsam spielen und euch eben auch dann Gezockt hoffentlich im Anschluss machen können. Aber jetzt müsst ihr erstmal wieder mit mir alleine Vorlieb nehmen. Aber diese Woche war ich auch wieder nicht, also ich habe natürlich meine normale Spielerunde, aber ich habe auf der Messe den David und die Pia kennengelernt und die haben halt gefragt, ob sie nicht vielleicht irgendwie mal zum Zocken vorbeikommen können. Und da ich gerade Urlaub habe, habe ich gesagt, hey, überhaupt kein Problem, kommt gerne mal vorbei. Und am Samstag, das war auch ganz witzig, da hat mich vor der Messe jemand angeschrieben, meinte, hier, wir sind nicht auf der Messe, wir können dich nicht treffen, hätten wir gerne gemacht. Und kann man nicht auch irgendwie mal nach der Messe mit dir zocken? Ich habe einen Kumpel, der ist auch zu dich total auf Terraforming Mars gekommen. Und wäre irgendwie cool, wenn das klappen würde. Habe ich gesagt, ich habe Urlaub. Also wenn ihr nach der Messe kommen wollt und Bock habt, Spiele zu spielen und im Idealfall auch noch streamen wollt, dann herzlich gerne. Ich habe auf jeden Fall Zeit und Lust. Und ja, die waren dann auch jetzt gestern da, waren, glaube ich, um 14 Uhr, 2:30 wurden so getroffen, haben dann bis nachts um 3:30 oder so durchgezockt. Also das waren so 14 Stunden am Stück, aber auch zweimal Terraforming Mars und relativ viele andere Neuheiten. Teilweise auch Spiele, die für mich neu waren, Spiele, die für die neu waren. Also das hat super viel Spaß gemacht. Wenn ich da die Zeit für habe, mache ich das natürlich immer gerne. Da kann ich euch jetzt auch über ein, zwei Spiele berichten, die ich gar nicht hier habe, weil zum Beispiel David und Pia die mitgebracht haben. Bevor ich das aber tue, auch nochmal kurz ein bisschen Werbung in eigener Sache. Manche haben es ja vielleicht mitbekommen. Ich habe ja bei Spreadshirts einen T-Shirt-Shop gemacht, weil mich haben immer wieder ein paar Leute gefragt, hey Ben, ich habe es jetzt gerade leider nicht an, aber so ein Brettspiel-Doc-T-Shirt, wo bekommen wir das denn her? Und es wäre natürlich cool, wenn ich irgendwie mal die Möglichkeit habe, das in so einem industriellen Rahmen ein bisschen größer, preiswerter produzieren zu lassen, die auch irgendwie dann selbst vertreiben kann. Aber wie gesagt, ich bin halt ein Ein-Mann-Projekt, das ist halt viel logistische Arbeit, die ich auch nicht an andere Leute delegieren kann. Deswegen, wenn ihr halt so ein Brettspiel-Doc-T-Shirt haben wollt, mit entweder dem Logo vorne drauf oder auch hinten drauf, ich muss noch mal rausfinden, wie es geht, dass es auf beiden Seiten ist, dann könnt ihr einfach unten in die Beschreibung klicken oder halt diesen Link, der hier hoffentlich jetzt eingeblendet ist, befolgen. Ich glaube, das ist shop.spreadshirt.de/brettspielblog und da könnt ihr euch halt ein T-Shirt bestellen. Das hat hoffentlich so einen normalen, moderaten Preis. Davon ist ungefähr so ein Drittel Verkaufsprovision, mit denen ihr den Kanal auch noch unterstützen könnt. Aber ihr habt dann eben auch ein T-Shirt, das ihr gerne anziehen könnt. Und ja, haben sich tatsächlich schon 4 Leute bestellt. Also wenn ich da nächstes Jahr auf der Messe 2, 3 Leute mit rumlaufen sehe, wäre das auf jeden Fall super cool und ist halt so ein Angebot an euch. Und dann auf jeden Fall noch der Brettspielblog Discord Server. Ich weiß nicht, ob ihr Discord kennt. Das ist im Prinzip so eine Chat-Plattform, wo ihr euch einfach anmelden könnt, einloggen könnt und dann gibt es da diesen Brettspiel-Log-Discord-Server, wo ihr euch mit verbinden könnt und da gibt es dann ganz viele Kanäle. Allgemeiner Brettspiel-Talk, Kickstarter, Spiel, zuletzt gespielt, neu im Regal, Regelfragen, Spieletreffs, Miniaturen angemalt, also ganz viele Unterkategorien, wo man dann einfach quasi in Echtzeit mit anderen Spieleverrückten chatten kann. Also es gibt auf Facebook ja zum Beispiel auch ganz viele Spielegruppen, wo man sich auch ja aktiv über Spiele austauscht, nur da ist es halt in Echtzeit in einem großen, andauernden Chat quasi, dem man einfach folgen kann. Da sind mittlerweile schon, glaube ich, fast 300 Leute eingeloggt, die auf dem Server irgendwie sind, von denen auch so 20 bis 30 bis 40 permanent aktiv sind, also jetzt nachts natürlich ein bisschen weniger als tagsüber, aber wenn ihr sowas halt irgendwie spannend findet, dann loggt euch da mal ein, da ist auch die Adresse unten in der Beschreibung verlinkt, habe ich auch schon ein paar Mal eingeblendet. Ich habe das, weiß ich nicht, vor 8 Wochen oder so, glaube ich, aufgehört, vor 10 Wochen diesen Server aufgemacht. Aktuell bin ich da auch gar nicht, weil mein MacBook im Prinzip defekt ist und auf dem neuen hier funktioniert das alles nicht so gut. Aber man kann da vom Handy aus mitchatten, man kann vom Rechner aus mitchatten, webbasiert über den Browser, da gibt es halt ganz viele Möglichkeiten und da wird sich halt wirklich super aktiv über Spiele ausgetauscht. Auch ganz viele Leute fragen irgendwie nach Tipps, nach Hinweisen, irgendwie News, ne, gibt es ja auch auf ganz vielen verschiedenen Kanälen. Da haben wir auch sehr aktive Mitglieder, die im Prinzip alles an Neuigkeiten da rein posten. Dann seid ihr also mal super aktuell und auf dem Laufenden erfahrt die Sachen noch, bevor irgendjemand anders eine Sendung gemacht hat. Also, wenn ihr irgendwie mit anderen Spielern kommunizieren wollt, euch da über euer Hobby austauschen wollt, dann guckt mal auf dem Brettspielblog Discord-Server vorbei. Und jetzt fangen wir dann mit den Spielen an, die ich gespielt habe. Und das erste Spiel habe ich leider nicht hier. Robin Hood and the Merry Men. Da war ich auf der Messe auch kurz, aber als ich da war, waren die schon komplett ausverkauft. Und als Pia und David da waren, haben die das halt mitgebracht, weil die meinten auch hier, wir haben das. Und meinte ich, ja klar, würde ich gerne spielen. Und dann haben wir das eben gespielt. Und ich hatte mich ja vorher bei Kickstarter schon mal ein bisschen damit auseinandergesetzt. Und jetzt haben wir es dann eben auf den Tisch gehabt. Und es ist ein Worker-Placement-Spiel, so ein Eurogame, wo aber das Thema ist ja bei vielen Spielen einfach beliebig ein austauschbar. Und man könnte das vielleicht mit einem anderen Thema machen, diese ganzen Mechaniken, aber die passen schon super gut. Wir haben halt so diese Stadt und da drumherum verschiedene Orte. Zu dieser Stadt fahren immer wieder Kutschen, da können wir Barrikaden errichten, damit die Kutsche dann aufgehalten wird. Wir können die unterwegs ausrauben und das Geld dann quasi von den Reichen nehmen und
und es den Arm, also auch uns in Form von Siegpunkten zum Beispiel geben. Es gibt so verschiedene Aktionsorte, die man benutzen kann, wo man dann eben auch so Fallen hinlegen kann, weil da kommen eben auch immer wieder Wachen hin und die wollen da ein bisschen randalieren und wenn man die halt gefangen nimmt, kann man die wegen Lösegeld eintauschen. Man kann auch eben die Reichen ausrauben mit Aktionen, was ein kleiner Push-Luck-Mechanismus ist. Wenn das schief geht, kommt man selber in den Knast. Dann kann man auch so einen Gefangenenaustausch machen oder Leute mit seinen Helden aus dem Knast befreien. Und das ist schick und rund. Es gibt so eine Multiplikatorleiste, die ist ähnlich wie bei Size. Man hat so verschiedene Bereiche und immer wenn man aufsteigt, dann wird der Multiplikator halt besser. Das heißt, am Anfang kriege ich für jede gebaute Falle vielleicht 3 Punkte, dann 4 Punkte, dann 5 Punkte, dann 6 Punkte. Das heißt, mein Hauptziel ist es, in dieser Leiste vorzulaufen und halt irgendeine Bedingung dafür erfüllt zu haben. Und dafür kriegt man so viele Punkte. Also David hatte, glaube ich, alle seine Fallen gebaut und hatte den Multiplikator 6 gehabt. Das waren halt 6 mal 5, waren schon 30 Punkte. Und das ist schon eine Menge in dem Spiel, zumindest meinem ersten Eindruck nach zufolge. Und man kann auch alternativ irgendwie einfach irgendwie rumlaufen, sich irgendwie Gegenstände besorgen, Würfe besorgen. Aber diese Fallen und Barrikaden bauen schaltet eben auch immer so ne, Felder frei, wo die drunter liegen. Und dann bekommt man immer so ein Mini-Einkommen am Anfang der Runde, aber man bekommt so wenig Ressourcen in diesem Spiel, dass dieses Mini-Einkommen schon fast essentiell ist. Wenn man das nicht macht, wenn man irgendwelche anderen Dinge macht, vielleicht gibt es andere Mittel und Wege, da gewinnen zu können, aber das ist schon wirklich sehr essentiell. Und das ist das, wo ich gesagt habe, okay, ist gut, funktioniert alles, haut mich jetzt aber nicht ganz so super gut um. Also Thema halt gut einbezogen, also ich halt immer, ich habe im Prinzip nichts und muss mit dem wenigen immer haushalten. Also ein extrem krasses Mangelspiel. Die können manchmal richtig gut funktionieren. Ich meine, zu wenig hat man immer, wenn man immer aus dem Vollen schöpfen könnte, so wie bei Terraforming Mars in der letzten Runde, wäre es mega langweilig. Also wer das gekauft hat, wird da, denke ich, auf jeden Fall durchaus Spaß mit haben können. Ich jetzt als jemand, der halt schon wirklich seit Jahren spielt und schon vieles gesehen hat, das war so alles echt cool kombiniert, aber es gab jetzt so wenig Neues für mich da drin, wo ich gesagt habe, das ist jetzt neu. Also das hat Robin Hood als Alleinstellungsmerkmal, dass ich das auf den Tisch bringen müsste und kein anderes Spiel. Also ich würde das, glaube ich, 1, 2, 3 Mal spielen, jetzt wenn ich es irgendwie hier hätte noch, um zu gucken, okay, mit welcher Strategie hole ich irgendwie die meisten Punkte raus und dann fühlt sich das aber für mich auch, glaube ich, relativ, also ich habe es jetzt gespielt, kann jetzt was dazu sagen. Wenn jetzt irgendwie der Verlag mich anschreiben würde und sagen würde, hey, wäre cool, wenn du mal ein deutsches Rezensions-Erklärvideo dazu machen würdest, würde ich das auch machen, weil es eben jetzt auch, wo ich es gespielt habe, ich da schnell wieder drin bin, das schnell einmal erklären kann und ihr dann eben gucken könntet, ob das was für euch ist oder nicht. Wir haben es leider nicht gestreamt, da bin ich irgendwie gar nicht auf die Idee gekommen, den Stream anzumachen, das haben wir später gemacht. Aber ich persönlich für mich brauche das jetzt nicht zwingend wieder, weil ich habe gerade so viele andere Spiele, auch teilweise wirklich Spiele, von denen ich dann echt mal begeistert war, nachdem ja viele Spiele auch so in diesem Jahrgang eher ein bisschen enttäuschend waren. Aber da auch bei den Strategie, bei den Euros gab es so 1, 2 Dinge bei, kommen wir gleich zu, die cool waren. Aber wie gesagt, Robin Hood, ein absolut solides, gutes Spiel, Thema gut eingewoben. Wenig, wo man sagen könnte, Daumen nach unten, aber für mich auch, bis auf die gute Einflechtung vom Thema, auch wenig, wo ich sagen würde, hey, super geil, auf jeden Fall kaufen. Aber wenn es euch interessiert, vom Thema euch das irgendwie anmacht, könnt ihr es kaufen. Ihr kauft euch kein schlechtes Spiel. So, dann haben wir auch Fuji gespielt von Wolfgang Warsch. Habe ich sowohl mit Pia und David gespielt, einzeln auch nochmal mit Corinna, Sophie und Georg. Und vom Grundgedanken her ist es ja ein kooperatives Würfelspiel, wo wir halt, ne, der Fuji bricht aus und wir sind halt so Figuren, die müssen halt ins Dorf kommen, müssen so Plättchen für Plättchen für Plättchen langgehen und ins Dorf kommen. Jedes Plättchen hat immer verschiedene Voraussetzungen, mal nur gelbe und blaue Zahlen, mal alle ungeraden gelben, mal alle Einser und Dreier. Und ich muss natürlich mal schon würfeln, sagen, okay, mein Würfelergebnis für gut auf dieses Feld kommen, weil ich habe halt viele Einser und Dreier und dann gucken halt die anderen bei sich und sagen, ha, ich würde zwar dahin gehen, aber ich habe auch viele Einser und Dreier. Wenn ich die nachwürfel, könnte ich die vielleicht loswerden, aber es ist halt nicht so ganz gesichert. Oder halt, ich will auf das Feld mit den Roten kommen, du auf das Feld mit den ungeraden Roten, ich habe halt auch viele ungerade Rote. Und man muss sich dann halt immer schon absprechen, ohne wirklich genau zu sagen, ich habe da irgendwie 8 bei dem und dem Wert, sondern nur so, ja, ich bin da eine Konkurrenz und wenn du dahin gehst, könnte ich dir irgendwie in die Quere kommen. Und das ist so das Grundelement des Spiels. Und das ist so ein Spiel, das kommt am Anfang immer erstmal gut an. Also wir haben das auch in der 4-Runde tatsächlich mit Sophie, Georg und Corinna gespielt. Und Georg mag absolut keine kooperativen Spiele. Corinna kannte das schon, fand es immer schon so ganz nett. Und Sophie kannte das halt nicht und war sofort geflasht davon und fand das mega gut und konnte auch gar nicht verstehen, warum Georg das irgendwie doof fand. Auch als ich erst mit Pia und David gespielt habe, die fanden das, glaube ich, auch beide gut und spannend unterhalten, weil es ihm auch so ein bisschen anders ist, gerade so diese Mechanik würfeln, nicht drüber reden und dann halt so ein bisschen planen, hoffen, dass es klappt. Wenn es nicht klappt, muss man halt stehen bleiben, bekommt Schaden. Wenn die Lava einen einholt, hat man verloren. Das ist uns durchaus auch schon mal passiert, aber eher selten, wobei es halt auch verschiedene Schwierigkeitsgrade gibt. Und ja, das ist ein Spiel, je häufiger ich spiele, desto weniger begeistert bin ich davon, ohne es wirklich jetzt schlecht zu finden. Es ist auf jeden Fall okay, es ist solide. Ich glaube, wenn ich das jetzt Weihnachten mit nach Hause bringen würde, es würde meiner Familie auch auf jeden Fall gut gefallen. Aber was uns jetzt wirklich aufgefallen ist, gerade nachdem wir es neulich wiederholt am Abend
Abend dreimal hintereinander gespielt haben. Es gibt nicht wirklich eine Entwicklung in dem Spiel. Man hat von Zug 1 bis Zug 10 oder wann auch immer meine Ziel ist, eigentlich immer genau die gleichen Gespräche mit genau dem gleichen Inhalt. Hier bin ich keine Konkurrenz. Hier, wenn du da auf Gelb gehst, habe ich auch ganz viel. Hier bin ich, da mache ich dir auch gar keine Konkurrenz. Hier ist ganz schlimm, müssen wir was anderes machen. Ah, wir können nicht alle auf die Felder. Und das habt ihr von Feld 1 bis Feld 10 oder 5 oder 10, wie viele Durchgänge man auch immer spielt. Es ist immer genau das Gleiche und das ist dann doch irgendwann monoton und ist auch kein wirklicher Spannungsbogen drin. Wenn ihr mal zum Beispiel The Game gespielt habt, ist ja ähnliches Konzept. Wir haben Karten auf der Hand, wir dürfen nicht über unsere Zahlenwerte reden, wir müssen die Karten halt irgendwie ablegen, müssen auch da sagen, ah, hier nicht und da wenig und da nur einen ganz kleinen Schritt gehen und aber da hat man diese Spannung drin, weil man eben auch diese Karten auf der Hand hat. Und es gibt eben bestimmte Karten, die will man gar nicht spielen. Irgendwie so am Anfang sind es die mittleren Karten und dann hat man nur noch die auf der Hand und dann sagt man irgendwann, hey, Leute, ich muss hier auf jeden Fall gleich irgendwas kaputt machen, sucht euch einen Stapel aus, am besten den, da ballert da Karten rauf und dann kann ich meine Karten drauf spielen, ist der Stapel komplett durch und dann müssen sie mit den anderen irgendwie klarkommen. Und dann spielen die Leute ihre Karte aus und dann sagst du, ach komm, das ist gar nichts, ich muss da gleich so krass nach unten gehen, spiel noch mehr rauf. Und dann spielt noch einen rauf und sagt, stopp, jetzt kann ich auch noch meine Karten loswerden und zwar recht viele, dann spielt der seine Karten runter, dann komme ich und sag hier, bam, 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 guck, der Stapel ist kaputt und vielleicht sagt irgendwer anders, haha, gar kein Problem, ich kann hier 10er Schritte nach hinten machen. Also das sind so Spannungselemente, die da drin sind, wo das Spiel auch nochmal dann irgendwie einen anderen Verlauf nimmt. Und das hat man halt bei Fuji nicht. Das läuft solide von Anfang bis Ende gefühlt immer gleich ab. Es gibt zwar diese Mechanik mit den Lebenspunkten drin, dass man halt immer weniger, man kann dann irgendwie nicht mehr neu würfeln, man kann irgendwie seine Gegenstände nicht mehr benutzen, man hat vielleicht einen Würfel weniger, was es gefühlt auch, finde ich, immer ein bisschen leichter macht, auf die passenden Ergebnisse zu kommen, gerade wenn man auch noch sich abspricht, welche Würfel man rausnimmt. Und das ist halt so, das funktioniert, das kann durchaus unterhaltsam sein, gerade wenn man es in vielen verschiedenen Runden spielt, ist jetzt aber, also The Game kann ich auch locker 2, 3, 4 Mal hintereinander spielen, gerade wenn wir es vielleicht auch nicht schaffen. Bei Fuji merke ich halt so nach 2 Partien so, das ist irgendwie doch dann immer ähnlich und wie gesagt, ich habe da jetzt 5, 6 Partien, glaube ich, von gespielt. Gebt mir da gerne mal Feedback, wie es bei euch war. Wie gesagt, es kommt immer am Anfang richtig gut an, aber wenn ihr es wirklich auch bei euch zu Hause in der Familie vielleicht wirklich 5, 6 Mal gespielt habt, sagt ihr, es ist wirklich cool, wirklich spannend von Anfang bis Ende oder habt ihr vielleicht auch so diesen Effekt, dass ihr sagt, es wird dann doch irgendwie ein bisschen monoton, immer das Gleiche. Da würde mich auch echt mal Feedback von euch interessieren. Ich habe das zwar schon in vielen verschiedenen Runden gespielt, aber mehr Feedback kann ja immer nicht schaden. So, dann haben wir auch The Tables Lava gespielt. Das habe ich ja auch schon im Video gezeigt. Das heißt, die meisten von euch kennen das. Vom Grundprinzip her auch ein super einfaches Spiel. Haben mir auch ein paar Leute auf der Messe empfohlen. Ich habe es leider nicht mitgenommen, weil es noch ausverkauft war. Bauen am Anfang so eine Insel aus Karten. Jeder spielt halt so eine Karte und legt da halt so einen von seinen Meeple drauf. Dann haben wir Handkarten, auf denen stehen so Zahlen drauf, von 1 bis 3, teilweise auch von anderen Spielerfarben. Und dann muss ich halt diese Karte entweder zu der Insel hinschnipsen oder sie da so hinwerfen, darf dabei mit der Hand nicht über den Tisch gehen. Und wenn die da liegen bleibt und an die Insel angrenzt, darf ich halt meine Figuren draufstellen. Und wenn ich mit dieser Karte beim Schnipsen oder beim Werfen andere Figuren vielleicht runterkicke und die dann auf den Tisch, sprich in die Lava fallen, sind die halt raus. Und das mache ich im ganzen Spiel. Ich werfe meine Karten, schnipse die da hin, versuche die hinzuschnipsen, dann versuche meine Figuren taktisch gut unterzubringen, versuche das eigentlich auch irgendwann mal heimlich einen halben Abend zu üben und wirklich die Karten gut werfen zu können, um die gegnerischen Figuren da runter zu werfen. Das ist einfach ein kurzer, witziger, spaßiger Absacker. Haben wir auch gleich 3, 4 Mal gespielt. Ich glaube, in den meisten Runden wird man das 2, 3 Mal am Stück spielen. Das brauche ich auf jeden Fall auch noch in meiner Sammlung. Die explodiert zwar mittlerweile schon so vor diesen kleinen, netten, coolen Absackerspielen, die dann auch so nett sind, dass man sie nicht zwingend wieder hergibt, die man aber vielleicht auch nach einem Jahr nicht mehr ständig auf den Tisch bringt. Aber das ist so ein Ding, das kann man, glaube ich, immer mal wieder rausholen. So, und dann haben wir Treasure Island gespielt, da habe ich auch schon relativ oft von geredet, werde ich auch bald ein Video zu machen. Ich muss mal gucken, wie ich das am besten mache, ob ich euch alleine ein Video mache, wo ich euch zeige, wie das geht oder ob ein Let's Play ein bisschen besser ist. Das Problem hatte ich auch bei Fuji. Ich habe ein Let's Play-Video dazu gemacht und ein Fazit-Video. Aber ich finde auch bei Fuji muss man eben das, was ich erzählt habe, diese Stimmung am Tisch, die Kommunikation, muss man erleben. Und das ist halt schwierig, in so einem Rezensionsvideo zu machen. Treasure Island war ich am Anfang skeptisch. Vor der Messe wurde das ja durchaus ein bisschen gehypt. Und es ist auch ein Spiel, das ist, ja, ein besonderes Spiel. Eigentlich so ein Spiel, das man einfach in seiner Sammlung haben sollte, weil es anders ist, es ist besonders. Wir spielen eben wirklich so Schatzsucher, wir haben halt diesen Spielplan, wir mahnen darauf rum, wir bekommen irgendwelche Hinweise, müssen halt dann auch irgendwie ein bisschen cleverer sein als die anderen, mit unseren Aktionen noch nicht wirklich viel verraten. Ich habe das auch mit Pia und Dave gespielt und da war es auch so, dass am Ende ich so krasse Hinweise geben musste als Long John Silver, dass es eigentlich schon fast klar war für die anderen, wo der Schatz sein musste. Wobei David dann irgendwie im Prinzip raus hatte, wo es ist, aber irgendwie keine Aktion mehr hatte. Dann wusste er, wenn er jetzt mit seinen letzten Aktionen dahin geht, wo er danach in Schlagreichweite ist, gibt er danach damit so viele Hinweise, dass Pia es eigentlich in dem Zug auch finden könnte. Und das war echt eine ganz interessante Situation, dass man spielt
eigentlich denkt man so kooperativ miteinander gegen mich als Long John Silver, aber jeder hat dann selbst seine Informationen und man möchte selbst der sein, der von Long John Silver diese Schatzzubereich bekommt, da reinguckt und Schatz findet, einfach gewonnen hat. Und am Anfang ist das wirklich einfach so ein Buddeln. Man läuft rum, buddelt auf dieser Insel rum, völlig planlos, aber hat da schon so erste kleine eigene Hinweise. Ich als Pirat muss dann nach und nach immer mehr Gebiete aufschließen, kann dabei lügen, muss es aber nicht zwingend. Und dann muss man halt sagen, okay, vielleicht da, vielleicht hier, wo würde ich ihn vielleicht thematisch verstecken? Einmal habe ich ihn auf so einer ganz kleinen Insel versteckt, einmal so in der Spitze vom Berg oder so einem Urwald, der den Berg angegrenzt hat, wo man super schlecht hinkam, einmal mitten auf der Insel, auf der Kreuzung. Und das ist schon immer interessant, auch zu belegen, okay, wo will ich ihn verstecken, wenn ich jetzt der Pirat wäre? Und da auch immer so die ganz unmöglichen Orte raussuchen, die dann doch irgendwie gefunden werden. Und ja, mach also, was ein bisschen ein Problem ist beim Spiel, der Zirkel, der dabei ist und den man dann auch so auf dem Spielplan malen muss, wenn man damit irgendwelche Hinweise gibt. Da braucht man immer einen Schraubenzieher für. Der ist einfach mit so einer Schraube festgemacht und die löst sich, also wenn ich das Ding jetzt, also ich habe es vor 2 Tagen eingepackt und wenn ich es jetzt morgen wieder rausholen würde, wäre der schon wieder so locker, dass man damit keinen vernünftigen Kreis malen könnte. Das heißt, eigentlich müsste da so ein kleiner Mini-Schraubenzieher bei, mit dem man das festmachen kann. Das müsste einfach mit so einem Ding, wo man das dann selbst so festschrauben kann, wieder, kann, wie der Fachbegriff dafür ist, ausgeliefert werden, damit man es halt immer wieder festdrehen kann. Das wäre halt echt ganz gut. Ansonsten, ich habe jetzt 4-mal den Long John Silver gespielt. Ich habe noch nicht einmal gewonnen. Ich glaube, es gibt 17 Tage. Ich bin einmal bis Tag 14 gekommen. Sollte ich schaffen, bis Tag 17 auszuhalten, dann komme ich ja halt selbst aufs Spielfeld und muss halt vor den anderen am Schatz sein. Da habe ich gewonnen. Bis dahin, wie gesagt, hat noch nicht funktioniert. Aber es war jetzt ein Spiel, wo auch immer eine coole Stimmung am Tisch ist. Alle sind so am Rätsel und hier Hinweise geben und ganz verzweifelt und malt darauf. Und ein bisschen wie Meeple Circus. So ein ganz anderes Spiel, kein Geschicklichkeitsspiel und so, aber da herrscht eben auch eine andere Atmosphäre am Tisch als bei anderen normalen Spielen. Da ist es, glaube ich, auch als Familienspiel auf jeden Fall absolut gut geeignet. Es wird, soweit ich weiß, nächstes Jahr auf Deutsch rauskommen. Daher, ich würde es auch eigentlich dieses Jahr schon in meine Familienspielliste Empfehlungsdings nehmen, aber ja, bisher, wie gesagt, nur die französische, englische Version. Das wird dann im nächsten Jahr drauf landen, wenn es die offizielle deutsche Version gibt. So, und dann habe ich Würfelsiedler gespielt und mittlerweile tatsächlich auch schon 4-5 Mal gespielt. Das ist halt das Schöne, dadurch, dass halt Stefan die Woche da war und einfach viele Spiele auf dem Tisch waren, bin ich jetzt auch dabei, dass ich Spiele eben kenne und die einfach nochmal wieder auf den Tisch bringen kann, die schnell erklären kann, weil ich halt die Regeln schon kenne und die eben auch in vielen unterschiedlichen Gruppen ausprobieren kann. Und das Spiel habe ich jetzt eben auch schon unterschiedlichen Spielerzahlen gespielt und ich muss sagen, es ist ein Spiel, das ist nicht schlecht, also es gibt für mich auch da wieder keinen Grund, einen Daumen nach unten zu geben, aber es hat jetzt auch nichts, wo ich sagen würde, Daumen nach oben. Es heißt Würfelsiedler, als ich irgendwie mit Corinna telefoniert hatte, meinte, hier, heute Abend Würfelsiedler, dachte sie halt, das wäre ein Siedler mit noch mehr Würfeln, also ne, Siedler von Catan-Style. Der Name ist halt absolut generisch und so 0815, ohne wirklich was Einprägsames zu haben, das ist halt beim Rest vom Spiel auch so. Das ist solide, das funktioniert alles, aber allein, wenn man da hinten drauf guckt, man hat halt auch da diese, sieht man nicht, diese Hexfelder drauf und hat die Würfel mit den Ressourcen drauf, bekommt dann irgendwie Ressourcen, aber auch die Ressourcen selbst, mit denen konstruiert man nichts, man baut nichts, man gibt die im Prinzip nur für Siegpunkte und für Neuwürfeln ab. Und auch die Würfel selbst, wir würfeln die halt, können den auch so ein bisschen manipulieren, damit halt irgendwie ein bisschen erkunden und so bestimmte Gebiete einnehmen und brauchen das dann eben auch für die Wertung am Ende, weil es so Mehrheiten auf den Gebieten gibt und für bestimmte technologische Errungenschaften braucht man die. Es gibt so eine, es ist eigentlich ja so ein 4x-Würfelspiel, ne? Erkunden, erforschen, sich ausbreiten und andere Leute auslöschen. Und dieses Auslöschen, es gibt halt so ein Waffensymbol drauf, wenn ich dann auf so einem Teil bin, wo irgendwie anders drauf ist, dann nehme ich den halt da runter und setze meinen dafür rein. Das hätte dieses Spiel meiner Meinung nach aus den bisherigen Partien überhaupt nicht gebraucht, weil das führt eben auch dazu, dass man sich so ein bisschen abschotten kann, so seinen eigenen Bereich vom Spielfeld machen kann und man eben in den Aktionen auch teilweise eben wirklich sehr eingeschränkt ist und dann vielleicht auch gar nicht damit rein will in das Gebiet von dem anderen und der einfach möglichst erkunden kann und damit dann ganz viele Punkte machen kann. Das wäre ein bisschen unterbunden worden, wenn es diese Exterminate-Funktion nicht gibt, sondern man einfach dann über Mehrheiten arbeiten muss, dass man vor dem anderen bleibt. Das hätte das Spiel meiner Meinung nach ein bisschen spannender gemacht. Und wie gesagt, das ist ein Spiel, das ist okay, das macht auf jeden Fall Spaß. Es ist halt ne, so ein Big-Box-Spiel von Schwerkraft. Ich weiß nicht, was es kostet, wahrscheinlich auch so 50-60 Euro kosten. Fühlt sich im Prinzip an wie so ein stark gepimptes Nation Dice oder so. Also so die Art von Spiel. Wir haben Würfel, ne, gucken ein bisschen, was wir damit machen können. Aber was eben auch viele Leute schon kritisiert haben, ist halt auch noch dieses doppelte Glückselement. Ich habe dann Würfel, habe so einen Beutel voller Würfel. Ich muss dann den passenden Würfel aus dem Beutel ziehen, um machen zu können, was ich mit meiner Strategie machen möchte. Und dann muss ich noch das richtige Ergebnis würfeln. Das kann ich zwar so ein bisschen beeinflussen, aber
das fühlt sich auch nicht so wirklich 100% rund an. Also ich habe das gespielt, ich war durchaus irgendwie unterhalten, also man hatte was zu tun, hat sich da auch über Gedanken gemacht, hat auch versucht, so mit den ausliegenden Errungenschaften, die da ausliegen, oder Technologien, oder wie die auch immer heißen, irgendwelche coolen Kombos zu fahren und so, um sich dann ein bisschen besser ausbreiten zu können. Aber, also ich glaube, da jetzt so nach 5 Partien, ich weiß nicht, ob mir die 6. Partie noch so viel Neues bieten wird. Das ist halt so, okay. Also, wenn ihr euch das geholt habt, könnt ihr auch durchaus Spaß damit haben. Gerade auch, wenn man, glaube ich, neu im Hobby ist und das alles jetzt noch nicht so oft gesehen hat. Aber es gibt, wie gesagt, also ein bisschen was zu meckern habe ich ja gerade getan, aber es ist halt insgesamt ein rundes, solides Spiel, kann man sich holen und durchaus ein paar Partien Spaß mit haben. Aber es gibt jetzt noch nichts, wo ich euch sagen würde, hey, Leute, holt euch Würfelsiedler, weil das ist, ja, gibt es halt nicht. Also für mich ein absolut so nicht Daumen nach oben, nicht Daumen nach unten, einfach so okay. Ganz anders hingegen war es beim anderen Spiel von Schwerkraft, Australien. Da hatte ich eigentlich eine sehr geringe Erwartungshaltung, weil ich meine, was bietet uns das Spiel? Es ist ein Martin-Wallace-Spiel. Der Mensch weiß, wie man Spiele macht. Oftmals sind seine Spiele aber nicht so meins. Es ist ein Eisenbahnspiel. Wow. Es hat Cthulhu. Wow. Das Thema ist auch mega ausgelutscht mittlerweile und jetzt auch nicht so, wo man sagt, hey, da spielt Cthulhu drin. Wenn das jetzt von Fantasy Flight ist, sage ich, okay, das könnte ein cooles Spiel werden, wie Arkham Horror und so die Richtung, aber im Normalfall so, Leute, bitte, muss es sein, nur weil die Lizenz jetzt frei ist. Und das waren auch so zwei Elemente, wo ich gesagt habe, naja, mal gucken. Und auch wenn man auf den Spielplan hinten guckt, dann ne, hat man irgendwie Bahnschienen, die man legt, man kann irgendwie Ressourcen abtransportieren und so. Aber das Ding war mega cool, das hat richtig viel Spaß gemacht. Wir haben auch auf der Messe ein paar Leute wirklich das Spiel empfohlen und meinen, hol dir das mal, das ist echt ganz interessant, gerade weil das Spiel eben auch so zwei Phasen hat. Am Anfang, also wir spielen halt ne, auch so quasi Eisenbahngesellschafter und bauen halt so Schienen ins Hinterland von Australien und wollen halt da irgendwie Ressourcen abtransportieren und dann irgendwie Farmen bauen, dafür gibt es am Ende dann Punkte, aber da sind halt auch so ein paar große Alte, so ein paar Zombies, so Cthulhu, so Schogoten, so spielt wirklich ein bisschen in dieser Arkham-Horror-Welt und am Anfang können wir die angreifen, wenn die im Weg stehen, die tun uns aber noch nichts, also in der ersten Phase ist es so ein ganz stinknormales Eisenbahnspiel im Prinzip, ne? Schienen legen, Ressourcen abtransportieren, Farmen bauen, fertig. Aber irgendwann, das ist auch ganz interessant, der Zugmechanismus, alles was ich mache, kostet Zeit. Aufwendige Dinge kosten viel Zeit, weniger aufwendige Dinge kosten wenig Zeit und immer, je nachdem wie viel Zeit ich verbrauche, gehe ich auf diesem Track hier vor. Und immer der Spieler, der hinten ist, ist dran. Das heißt, es kann durchaus sein, dass ich 2-3 Mal im Stück dran bin, weil andere Leute halt Sachen gemacht haben, die viel Zeit verbrauchen, ich was mit wenig Zeit gemacht habe. Und aber irgendwann kommen wir an den Marker vorbei, bei dem die großen Alten erwachen. Und ab da sind die auch immer dran, wenn die der letzte Marker auf der Zeitleiste sind. Und dann werden halt Karten aufgedeckt, die sagen, hier erwacht ein großer Alter, hier bewegen die sich und hier passiert das und das. Also das ist dann immer nicht so geil. Dann werden auch mal nach jeder Runde, wenn die dran waren, Karten aufgedeckt, welche Art von großen Alten sich jetzt bewegt. Und auch da die Migo, diese Fliegeviecher bewegen sich deutlich schneller. Cthulhu ist gemächlich, aber wenn der irgendwo hinkommt, dann ist das echt ein Brocken, den man nicht in einer Runde kaputt machen kann. Und da wechselt das Spiel dann so ein bisschen seinen Stil, weil sobald so ein großer Alter einen Hafen erreicht, haben wir halt, ist das Spiel zu Ende, dann wird gewertet und dann kriegen wir alle unsere ganz normalen Punkte, wie wenn das Spiel ganz regulär zu Ende gegangen wäre, aber auch die großen Alten werden gewertet. Dann wird geguckt, wie viele liegen noch auf dem Plan, wie viele Farben haben die zerstört, wie viele liegen noch umgedreht, also nicht aufgedeckt auf dem Spielplan, die kriegen dann doppelt so viele Punkte und bei uns war es tatsächlich so, ich hatte glaube ich irgendwie 19 Punkte, dann waren irgendwie 30 und 25 Punkte oder so in der Art und die großen Alten hatten 65 oder so. Also wir haben halt hart verloren und das ist super interessant, dass man da halt auch nochmal sieht, okay, das ist dann irgendwie so ein Koop-Spiel doch irgendwie, man will aber trotzdem der Beste sein, man will, dass die großen Alten platt gemacht werden, man will aber trotzdem irgendwie noch der sein, der irgendwie am meisten Punkte macht, man muss das ein bisschen abschätzen, auch wenn man, glaube ich, ein bisschen erfahrener ist in dem Spiel. Habe ich jetzt genug Punkte, so wie die Situation auf dem Brett ist, um doch gewinnen zu können, dass sich die anderen halt darum kloppen müssen, dass sie die großen Alten abwehren, ich vielleicht mich da ein bisschen raushalte, mein eigenes Ding mache, oder muss ich eigentlich voll mit einsteigen? Und das funktioniert echt cool. Auch das Kampfsystem, dass ich so Militärien habe, die ich mir kaufen muss, wo ich dann Karten aufdecke, wo gezeigt wird, wer macht Schaden, wer nicht, hat auch so eine Wahnsinnskomponente drin. Ich habe immer so 3 Wahnsinnsmarker. Und wenn ich halt gegen Cthulhu kämpfe, hat jede zweite Karte im Prinzip so ein Wahnsinnselement. Sprich, irgendwann bin ich halt wahnsinnig und dann sind meine Einheiten hier ein bisschen ballerballer und der Kampf ist vorbei. Der Schaden auf dem großen Alten bleibt aber da, sprich nächste Runde, wenn man ihn wieder angreift oder wenn er einen angreift, kann man wieder versuchen, den Platz zu machen. Und ja, also da werde ich auf jeden Fall so ein Let's Play-Erklärvideo machen. Ich habe es auf meinem Live-Kanal gestreamt, die Partie.
Ich hatte mega viel Spaß. Also wo ich halt sage, Würfelsiedler ist halt so generisch und man macht irgendwie nichts Tolles. Und das Ding hier hat mich die ganze Zeit unterhalten. Ich habe die ganze Zeit gedacht, ich mache interessante Aktionen, ich habe interessante Entscheidungen. Auch dann dieses, die großen Alten, die müssen halt irgendwie gemeinsam platt machen. Also das hat mir mega gut gefallen und dabei hat das Spiel an sich einfache Regeln. Wir haben zwar, glaube ich, fast eine Stunde gebraucht, bis wir da durchgegangen sind mit dem, was man genau alles machen kann, wie man dann kämpft, wie man gegen die großen Alten vorgeht, wie die sich bewegen und so. Hat schon ein bisschen gedauert, aber nur weil es viel war. Ich glaube, wenn ihr wirklich ein Erklärvideo von mir oder irgendjemand anders dazu seht und das dann spielt, seid ihr da super schnell drin. Und da habe ich auf jeden Fall Bock auf mehr Partien, weil ich denke, da bieten mir auch mehr Partien immer noch was Neues. Es hat einen Solo-Modus. Es soll, glaube ich, zu dritt am besten sein. Ich bin nochmal gespannt, wie es zu zweit funktioniert. Also das ist für mich bisher von diesen größeren Eurogames und dem Format eines der absoluten Highlights, weil mich das halt wirklich begeistert hat. Das hat meine Erwartungen übertroffen. Und da kann ich euch nur einen empfehlen, werft da mal einen näheren Blick drauf. So, dann habe ich Escape Disturbia zugeschickt bekommen. Und ja, es hat ja schon fast Tradition, dass ich mit Corinna Escape-Räume nachts um 1 oder 12 anfange. Ich glaube, hier haben wir um 12:30 angefangen. Und das ist jetzt auch bald normal im Handel erhältlich. Das kann man mit App benutzen. Die App gab es aber nicht und wir haben die nicht gefunden. Wir haben es also ohne App gemacht. Man braucht aber trotzdem ein Telefon dafür oder irgendwie eine Internetverbindung auf jeden Fall. Und ja, haben wir gespielt und es ist halt auch so ein Exit-Spiel, ne? Und ja, war, ich fand es absolut solide. Wir haben uns gut unterhalten gefühlt. Ich habe schon manche Escape-Räume gespielt, wo ich dachte so, das Rätsel macht gar keinen Sinn, was wollen die von mir, da hätte man nie drauf kommen können. Hier haben wir auch bei manchen ein bisschen gebraucht, ein bisschen gerätselt, ein bisschen geknobelt, dann irgendwann erst sehen, aha, das hätten wir uns nehmen können, damit wäre das viel einfacher gewesen. Das Thema ist auch mörderischer Maskenball. Aber so alles in allem haben wir, ich glaube, 90 Minuten hat man eigentlich Zeit, das zu lösen. Wir haben 85 Minuten gebraucht, haben es also in der Zeit gelöst. Man kann, glaube ich, wenn man da gut durchkommt und auf ein paar Sachen ein bisschen schneller kommt und vielleicht auch mit mehr Leuten spielt, da auch locker in 60 oder weniger Minuten durchkommen. Aber wenn ihr auch zu den Leuten gehört, die alles kaufen, wo Exit und Escape-Raum draufsteht, wie gesagt, da gibt es ein paar Sachen, die waren eher enttäuschend. Das Ding hier hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Da bin ich gespannt, was noch so kommt, ob die da halt weiterhin so coole Rätsel haben, die eben auch so ein bisschen die, sag mal, vierte Wand durchbrechen. Sprich, normalerweise lebt das Spiel ja so in seinem Universum hier am Tisch und hier haben wir das Ganze wirklich so ein bisschen durchdrungen. Hat jetzt trotzdem keine Rätsel auf Exit-Niveau, aber war eine absolut gute, solide Unterhaltung, bei der wir 19 Minuten Spaß hatten und wo ich, wie gesagt, absolut gespannt bin auf mehr davon. So, dann ist auch Neom wieder auf den Tisch gekommen und ich finde Neom einfach gut. Ich habe schon von ein paar Leuten gehört, die haben gesagt, das ist so ein bisschen Seven Wonders, braucht kein Mensch. Ja, also ich habe Seven Wonders nicht mit der Armada-Erweiterung gespielt, aber das Ding hier fängt an und es ist eigentlich schon wieder vorbei. Also es ist wirklich kurzweilig. Ich glaube, wir haben eine halbe Stunde oder sowas gespielt. Und es ist eben auch so ein Tile-Draft-Spiel. Also bei Seven Wonders draften wir Karten und bauen uns so unsere eigene, ja im Prinzip auch so eine eigene Stadt in der Antike, aber nicht wirklich. Hier haben wir halt wirklich dann Teile, die wir legen, so wie Carcassonne-Plättchen im Prinzip, wo auch immer verschiedene Gebäude drauf sind mit verschiedenen Funktionen. Davon bekomme ich halt am Anfang 8 Stück auf die Hand, suche mir eins davon aus, gebe die anderen weiter, baue das dann in die Stadt und bekomme da entweder Geld für, muss dafür Geld zahlen, kann Ressourcen produzieren, muss so eine kleine Engine aufbauen, so einen Produktionskreislauf vielleicht auch, damit ich bestimmte Güter dann später produzieren kann, brauche ich halt andere Güter aus der vorherigen Generation dafür. Wir spielen diese 8 Plättchen halt einmal durch, von den letzten beiden werfe ich halt eins ab und das andere baue ich, danach kommt dann die zweite Generation, die dritte Generation, danach gibt es dann Punkte für zusammenhängende Wohngebiete. Wenn ich gar keine Wohngebiete habe, habe ich eine Geisterstadt, dann kriege ich Minuspunkte. Ich muss irgendwie Energie versorgen. Ich will halt, wie gesagt, zusammenhängende Wohngebiete haben. Es gibt so extra Wertungsteile. Manche Teile bringen auch so einfach an sich Punkte. Und das muss halt alles gut zusammenpassen. Geld bringt auch nochmal Punkte. Also wenn ich halt einfach so eine Engine habe aus vielen blauen Handelsgebäuden, die mir Geld bringen, kann das auch zum Sieg führen. Also da hatten wir auch schon Partien, wo man nur mit Geld 50 von 100 Siegpunkten gemacht hat. Und bisher waren auch tatsächlich, wenn die Leute andere Strategien gefahren haben, waren die alle relativ eng zusammen. Also das war teilweise um 10, 15 Punkte Abstand. Und das fand ich schon ganz gut. Es gibt auch immer noch so ein bisschen wirklich Überlegungen bei der Platzierung dabei, weil nicht alle Teile haben Verbindungen in alle Richtungen. Und wenn ich einen Teil neu anlege, muss es halt mit anderen Teilen verbunden sein. Das heißt, es kann, wenn ich doof plane, vorkommen, dass ich so ein Viertel in meiner Stadt irgendwie gar nicht benutzen kann, weil da gar keine Verbindung mehr hinführt. Und da muss man halt eben immer gucken, dass das gut und vernünftig funktioniert. Man spielt auch da immer mit den gleichen Teilen, wie bei Seven Wonders ja auch, sind immer die gleichen Karten im Spiel, kommen nur immer wieder neu kombiniert auf die Hand, sprich dadurch ändert sich so ein bisschen was. Und bei Seven Wonders gab es ja diese Leaders-Erweiterung und das ist hier im Prinzip auch schon gleich mit drin. Es gibt so Ankerplättchen am Anfang, da gibt es halt so einen großen Stapel von 20 Stück oder so, keine Ahnung, und davon bekommt auch jeder 3 Stück am Anfang, die auch immer so eine andere Strategie vorgeben, wo man weiß, okay, ich kann darauf gehen, dafür kriege ich extra Punkte oder extra Ressourcen oder extra Geld oder was auch immer. Also das Ding
Finde ich wirklich gut. So, dann Solenia. Da habe ich ja im Prinzip schon eine Rezension zu gemacht, deswegen brauche ich da eigentlich gar nicht mehr wirklich viel zu sagen. Also, ne, das ist ein rundes Spiel. Die ganzen Effekte, die da drin sind, sind nicht nur Gimmicks, sondern bringen auch wirklich das Gameplay nach vorne. Wenn ihr da jetzt noch gar nichts drüber wisst, meine Rezension dauert unter 20 Minuten, guckt euch die einfach mal an. Das ist so, ja, gehobenes Familienstrategiespiel. Wenn ihr sowas in der Richtung sucht, dann werft mal einen Blick auf Solenia. So, und dann kamen endlich Kolonien auf den Tisch. Georg und Karl haben sich das ja gleich nach der Messe ausgeliehen, gespielt und hatten wohl auch eine komische Partie, die auch wieder hinten raus explodiert ist, wo Karl irgendwie relativ viel Terraform-Wert gemacht hat und Georg gar nicht. Und am Ende hat dann auch wieder Georg irgendwie haushoch gewonnen und beide meinten hinterher, ja, Kolonien ist ganz nett, aber ist vielleicht auch zu viel und Terraform-Mars ist jetzt eh schon irgendwie so viel und explodiert immer nach hinten raus und das ist irgendwie noch ein Schritt too much. Und wir haben es gespielt gestern Abend, also einmal gestern Mittag und dann gestern Nacht nochmal als Absacker, also wirklich zwei Partien an einem Tag. Und am Anfang fand ich diese Kolonienmechanik ein bisschen komisch, habe die auch gar nicht benutzt, erst relativ spät im Spiel. Und in der zweiten Partie bin ich da voll drauf gegangen und das war eine mega spannende Partie. Ich habe dann am Ende auch nur mit einem Punkt Rückstand verloren. Das war wirklich echt ein bisschen ärgerlich, weil ich einen Meilenstein einmal verpeilt habe. Das war ein bisschen ärgerlich. Aber passiert ja beim Spiel. Es kann manchmal wirklich auf diese Kleinigkeiten ankommen. Was macht jetzt das Kolonien-Ding? Zum einen bringt es auch wieder 50 neue Projektkarten rein, was die Partien auch schon mal wieder verändert, weil natürlich Karten reinkommen, die mit den neuen Mechaniken von Kolonien spielen. Aber es sorgt eben dafür, dass das Deck noch mal größer wird. Und man in der normalen 2 oder 3 Spielerpartie, also man sieht gar nicht alle Karten. Also früher war es eigentlich Standard, Erdkatapult und die Forschungsverposten sind ganz selten mal nicht beide ins Spiel gekommen. Das kann jetzt passieren. Großer Konvoi muss nicht kommen. Es kann sein, dass ihr, also es gibt zwar relativ viele Tierkarten, aber es kann sein, dass ihr trotzdem Partien habt, wo es wenig von diesen Tierkarten gibt. Also die Spielbalance wird dadurch durchaus schon ein bisschen verändert, aber da muss man eben auch planen. Sorgt eben immer für noch ein bisschen mehr Varianz und diese Kolonienplättchen an sich, die werden halt ausgelegt. Da gibt es dann so verschiedene Monde, sind das in der Regel. Und da legt man dann so einen weißen Marker drauf, der man anzeigt, wie viel von der Ressource man da bekommt. Es gibt ein allgemeines Plättchen, wo ihr so ein Handelsschiff hinlegt. Und man kann dann immer für 17 Geld auf einer dieser ausgelegten Kolonien einen erreichen, legt seinen Marker da drauf. Und dann kann man da eben hinfliegen und Handel treiben. Und bekommt dann eben auch einen Bonus dafür, wenn man da eine Kolonie hat. Wir hatten im Spiel zu dritt, glaube ich, 4 oder 5 Kolonien ausliegen. Und da gab es unterschiedlichste Sachen. Einmal als Bonus, wenn ich meine Kolonie darauf platziert habe, zum Beispiel eine Pflanzenproduktion oder 3 Titan oder irgendwie vielleicht Karten oder Energieproduktion wurde gesteigert und die Kolonie selbst hat dann immer das gleiche gemacht. Sprich, wenn ich da eines meiner Schiffe hingeschickt habe, dann habe ich da eben geguckt, wo ist der Anzeiger gerade und habe dann dementsprechend viel Energie bekommen oder dementsprechend viele Floater oder dementsprechend viele grüne Plättchen hier pflanzen oder. Und immer wenn mit einer Kolonie in einer Runde nicht gehandelt wurde, wurde der Mark um 1 hochgesetzt. Sprich, es gab dann teilweise mehr Ressourcen in der nächsten Runde und dahinfliegen hat halt immer entweder 9 Geld gekostet, das war schon ziemlich teuer, oder 3 Energie oder 3 Titan. Das finde ich eigentlich auch ganz elegant, weil es gibt ja manchmal durchaus Partien, wo man in Titan untergeht. Man hat einfach keine Karten, man braucht das nicht, die Karten kommen nicht und irgendwann vielleicht schon, aber so kann man das halt immer benutzen, um damit zu handeln. Das ist zwar auch viel Geld, aber im Prinzip sind es auch tote Ressourcen, wenn ich nichts wirklich Brauchbares dafür habe. Und vielleicht ist 3 Titan in 11 Geld umwandeln für mich die bessere Option in der Runde, was ich halt mit so einer Kolonie, wenn die Luna-Kolonie da liegt, eben machen kann. Oder eben auch mit der Energie. Vielleicht ne, brauche ich die gar nicht, wenn nur zu Wärme, ich will eigentlich gar nicht in Wärme machen, kann ich ja die Wärme benutzen, um damit den Flug zu der Kolonie zu bezahlen. So wie ich das bisher verstanden habe, kann man auch nur einmal pro Runde zu einer Kolonie fliegen, darf nicht nochmal zum anderen hinfliegen, aber man kann durchaus über bestimmte Karten mehr von diesen Handelsschiffen bekommen und dann mehrere von diesen Kolonien anfliegen, aber jede Kolonie darf ein Spieler nur einmal pro Runde anfliegen und wenn schon wer anders irgendwo hingeflogen ist, dann darf man da eben auch nicht mehr hin. Und ich fand, das hat das Spiel durchaus bereichert, hat mir noch eine Option mehr gegeben, vielleicht an die passenden Sachen zu kommen, muss dafür natürlich auch wieder Ressourcen in Aktionen verschwenden, sprich, ist auch mal so eine Sache, will ich das jetzt oder will ich das nicht, aber eigentlich finde ich, fügt sich das relativ nahtlos ein, bringt jetzt das Spiel nicht dazu zu explodieren, gibt mir einfach noch ein paar mehr Möglichkeiten, auch gerade am Anfang vielleicht da ein bisschen aus dem Quark zu kommen, wenn ich sage, okay, ich habe hier irgendwie nichts, ich mache erstmal so eine Kolonie und da kann ich mir vielleicht jede Runde irgendwie zumindest ein bisschen Stuff holen. Aber sind jetzt 2 Partien, die ich gespielt habe, muss ich auf jeden Fall noch mehr spielen. Auch die neuen Karten sind alle durchaus interessant. Die muss ich dann, wenn ich die Rezension mache, nochmal komplett auseinandersortieren. Aber Kolonien kann ich bisher auf jeden Fall nur empfehlen. So, dann habe ich Feiner Sand von Friedemann Friese noch 3-mal Solo gespielt, oder 4-mal sogar. Und das ist auch, also wenn ihr Solo-Spiele mögt, das Ding ist echt cool. Das funktioniert, glaube ich, auch mit mehr Leuten sogar noch ein bisschen besser. Aber hat auch Solo richtig Spaß gemacht. Das ist ja so ein Deck-Abbauspiel, sprich, ich habe ein Kartendeck, will alle Karten loswerden. Solo läuft das so, dass ich lange Zeit gar keine Karten abgeben kann, die ersten 13 Runden. Und dann kann ich halt Karten loswerden. Und dann auch, sobald ich halt keine Karten mehr ziehen kann, gucke ich halt, welche Karten habe ich noch auf Hand, rechne da
irgendwelche Punkte aus und darf halt einen bestimmten Wert nicht überschreiten. Es gibt aber auch so ein Kampagnensystem, wo ich immer, also ich muss darf nicht über 20 kommen mit den Punkten, die ich quasi habe. Und wenn ich halt irgendwie auf 18 Punkte komme, streiche ich halt die 18 ab. Wenn ich das nächste Mal spiele, darf ich den Wert halt nicht wieder erreichen, weil müsste ich nichts höheren Wert, meinetwegen 19 ankreuzen. Wenn ich da irgendwann über 20 komme, dann habe ich halt die ganze Kampagne verloren. Sprich, da wird man dann auch signifikant besser drin. Und das ist super einfach, auch von den Mechaniken her. Also dieses Deck-Abbauen ist schon eine neue Mechanik, die interessant ist, aber von dem, was ich da mache, mehr, also Karten aufspielen, damit ich mehr Karten ziehen darf, damit ich mehr Karten bauen darf, damit ich mehr Karten auf der Hand behalten kann, damit ich Karten vielleicht ein bisschen billiger spielen kann. Das ist nichts innovativ und Neues. Das ist jetzt nichts, wo man sagt, wow, da hat sich Friedemann Friese was ganz besonders Tolles ausgedacht. Aber so als Gesamtkonzept, als kurzweiliges Spiel, flott, schnell, interaktiv, keine Downtime, macht das einfach richtig Spaß. Also das Ding wird bei mir auf jeden Fall noch viele Partien sehen. Ich hoffe, dass meine Leute aus meinen normalen Spielerunden das auch irgendwie cool finden, dass man es mal schnell auf den Tisch bringt, aber selbst wenn nicht, das Ding werde ich definitiv ein paar Mal solo spielen, weil das hat im Prinzip so ganz schön clever. Habe ich mich auch ganz oft hier hingesetzt, das solo gespielt, einfach weil es Bock gemacht hat und ich einfach immer noch ein bisschen besser werden wollte. Und bei ganz schön clever kommt es ja ein bisschen so auf die Würfelmechanik an, oder auf das, was man einfach würfelt. Hier habe ich auch das Gefühl, es ist so kurzweilig wie ganz schön clever, aber ich habe halt, also natürlich müssen die Karten auch in der richtigen Reihenfolge auf die Hand kommen, aber trotzdem kann ich mit Skill relativ viel managen. Ich möchte das Kartendeck kennen, ich möchte neue Karten, die immer reinkommen bei so einer Farbe-Kampagne, gut einschätzen kann, dann werde ich einfach besser und kann immer bessere Scores erreichen. Und das, also für mich bisher auch ein absolut positives Highlight der Messe. So, dann Adventure Island, habe ich ja schon ein Rezensionsvideo zu gemacht, muss ich jetzt eigentlich gar nicht mehr viel zu erzählen. Was eben nur auffallend ist, ich habe das Ding ja auch bei Facebook verlinkt und habe eben auch, ne, auf YouTube das Video, kann man auch Kommentare drunter schreiben. Klar gab es da auch ein paar, die gesagt haben, nee, bei uns war das irgendwie ganz cool, wir hatten durchaus Spaß dran. Auch wenn man sich andere Rezensenten anguckt, die sagen auch, hey, war okay, wobei die es teilweise noch gar nicht komplett durchgespielt haben. Und wenn das irgendwie gut läuft, kann das auch sein, dass man sagt, hey, das hat total viel Spaß gemacht. Wenn es soweit schlecht läuft, und das haben eben auch viele Leute erlebt, dann ist es halt wirklich echt nicht spaßig. Und wie gesagt, ich wollte dieses Spiel mögen, das erste Szenario fand ich mega gut und wenn das irgendwie so weitergegangen wäre, wäre das echt cool gewesen. Aber es haben eben dann doch viele Leute ähnlich gesehen wie ich, auch als ich in die Spieleburg hier gegangen bin, war da auch ein Mitarbeiter, der gleich meinte, hey du, ich habe ein Video gesehen, gut, dass du das auch so siehst, weil wir haben das auch gespielt und dachten uns, hä, irgendwas ist hier komisch, das Spiel wird hier überall gehypt und Monster ist irgendwie so doof und dann haben wir dein Video gesehen und ja, es war auch so, haben wir die Kommentare gelesen und es geht einfach scheinbar mehr Leuten so. Das finde ich halt, wie gesagt, wirklich schade, weil die Grundidee ist halt echt cool, Thema toll und wenn das eben wirklich mehr so Familienspiel, man läuft so durch, erlebt die Geschichte, dann wäre das halt ein bisschen cooler, aber leider, leider nicht. Aber wie gesagt, sobald es da eine Neuauflage von gibt, eine Revised Edition, die irgendwie ein bisschen anders funktioniert, bin ich sofort dabei. Aber wenn es halt eben auch Leute gibt, die da Spaß dran haben, denen das gefällt, dann freut mich das natürlich umso mehr. Ja, wenn ihr dazu irgendwie Meinung, Anregung habt, schreibt das eben gerne in das Rezensionsvideo. Aber auch da vielen Dank für euer Feedback, weil natürlich, wenn man, also wenn ich jetzt mit Stefan hier gesessen hätte und wir das beide diskutiert hätten, dann wäre das natürlich entspannt gewesen, es wäre so ein bisschen weniger scharf gewesen, wahrscheinlich nicht, auch nicht. Und dann wäre es auch nicht so Ben, der da sitzt und sagt, das Spiel ist doof, sondern dann wäre es halt so eine Diskussion, wo man darüber geredet hätte, was irgendwie nicht gut an dem Spiel ist. Und das wäre ein bisschen entspannter gewesen. Und so sitze ich hier natürlich alleine, bin der sagt, das Spiel ist doof. Fühlt sich natürlich immer ein bisschen komisch an, auch wenn es eben meine eigene Meinung ist. Und wenn dann natürlich, wenn jetzt irgendwie 90% der Leute gesagt hätten, nee, sehen wir ganz anders, hat mega viel Spaß gemacht, hätte ich vielleicht gesagt, okay, ich gucke es mir nochmal an, weil irgendwas muss da falsch bei uns gelaufen sein. Eine Regel falsch, irgendwas falsch verstanden oder so. Aber wie gesagt, die Regeln sind leider in manchen Sachen echt uneindeutig und das haben einfach viele von euch auch so gesehen. Das ist natürlich für mich auch immer dann relativ beruhigend, weil ich weiß, okay, ich bin nicht alleine. Ich habe das wirklich versucht, sachlich und konkret darzustellen und das haben mir auch viele Leute geteilt. Von daher auch vielen Dank für euer Feedback. So, ihr merkt, wir haben ein bisschen was gespielt, aber wir sind gleich durch. Race for the Galaxy wollten die Münchner gerne kennenlernen. Wir haben es dann, glaube ich, nachts um 1 und um 12 habe ich gesagt, okay, kein Ding, bringe ich auf den Tisch, ist ein cooles Spiel, hat eine harte Einstiegshürde, eine harte Symbolsprache und wir müssen einfach eine Partie spielen, um das zu lernen. Ihr könnt mal auf dem Live-Kanal gucken, da habe ich, glaube ich, eine Speed-Erklärung in 10 Minuten oder so gemacht von dem Spiel, gefühlt auch ohne Luft zu holen und das ist immer, wenn man das neu erklärt bekommt, Empfehlung ist immer, die erste Partie mit offenen Karten zu spielen, haben wir auch nicht gemacht, wir haben einfach drauf losgespielt und hat dann richtig gemerkt, es hat halt immer mehr Klick, Klick, Klick gemacht und irgendwann war es klar, lief dann richtig gut und ja, ich hatte irgendwie 20 Punkte, drüben lang 40 Punkte, das war schon echt ganz gut, aber ich habe natürlich auch nicht so knallhart gespielt, sondern einfach Dinge ausprobiert und ja, dann lief das halt irgendwie, aber ich habe natürlich auch zwischendurch viel erklärt den beiden, Fragen beantwortet, man hat auch teilweise halt so ein halb offenen Kartenspiel, so guck mal hier, was heißt das denn, aber insgesamt Race for the Galaxy, auch eines meiner absoluten Lieblingsspiele.
dauert, wenn man zu zweit spielt, vielleicht 20 bis 30 Minuten. Ist auch eben immer wieder anders. Man bekommt die Karten immer wieder in einer Konstellation auf die Hand. Ich hoffe sehr, dass es ein großer Erfolg wird, dass Pegasus die Erweiterung bringt. Ich habe auch noch kein richtiges Rezensionsvideo dazu gemacht. Muss ich auf jeden Fall noch tun, weil das Ding ist echt ein Hit. Also wenn ihr kurzweilige Zwei-Personen-Spiele sucht, wo eben auch, es hat halt so Rollenwahl, sprich jede Runde habe ich, es gibt verschiedene Aktionen im Prinzip, irgendwie erkunden und siedeln und entwickeln und produzieren und verbrauchen und so. Und jede Runde sucht sich halt eine von seinen Handkarten aus, die diese Aktionen zeigen und decken wir die halt auf. Und wenn wir beide Erkunden gemacht haben, erkunden wir in dieser Runde nur. Decke ich Erkunden auf und der andere Spieler deckt Siedeln auf, dann erkunden wir erst beide. Ich kriege einen Vorteil, weil ich das ausgesucht habe und dann siedeln wir, sprich wir können Planeten besiedeln. Da kriegt der andere Spieler einen Vorteil, ich nicht, aber ich kann es auch machen. Sprich auch gerade mit mehreren Personen kann man immer so ein bisschen darauf gamblen, was machen die anderen. Ja, vielleicht, wenn ich eine Runde vorher produziert habe, auf dem Planeten liegen Waren, will ich die natürlich loswerden. Und vielleicht hoffe ich dann darauf, dass ich die irgendwie jetzt groß verkaufen kann, er aber vorher vielleicht. Und dann hoffe ich vielleicht, dass irgendwie der andere Spieler siedeln macht, damit ich mit meinen Handkarten irgendwie siedeln kann und am Ende dann trotzdem noch verkaufen kann, um dann danach wieder Karten auf Hand zu haben, einfach schnell durchzukommen. Weil es ist wirklich so ein Race-Spiel. Entweder bis 12 Karten vor einem Spieler liegen oder bis diese 12 Siegpunkte pro Spieler aufgebraucht sind. Beides kann passieren. Wenn das soweit ist, dann ist das Spiel zu Ende. Und da kann es eben auch sein, dass ihr denkt, oh, ich habe hier die und die Karte, ich brauche noch 3 Runden, die spielen zu können. Und dann, wenn das macht, in der Runde das Spiel zu. Und dann denke ich, nein, das ist dann schon echt witzig, echt cool. Und das ist mittlerweile auch schon 10 Jahre. Jetzt eine Revised Edition, dieses Jahr neu rausgekommen. Richtig gut. Wenn ihr irgendwie überlegt, euch das zu holen, holt es euch. Es ist wirklich ein cooles Spiel. So, dann habe ich ja Barrage gespielt von Cranio Creations. Gerade auf Kickstarter soll dann im halben Jahr ungefähr an die Bäcker ausgeliefert werden und 2019 zu Spiel dann, die Schachtel ist auch echt proppevoll, regulär erscheinen, wahrscheinlich auch auf Deutsch. Und das ist, ich habe das auch gerade schon mal in Kurzform beschrieben, stellt euch einfach vor, Food Chain Magnet und Vita Lacerda hätten ein Baby. Genauso fühlt sich das hier an. Wobei das Spiel an sich super einfache Regeln hat. Es hat auch eigentlich nichts Grundlegendes Neues. Wir haben Worker Placement, wir haben Aufträge, die wir erfüllen, wir haben so ein Tableau, wo wir Sachen runter auf den Spielplan bringen und dann kriegen wir irgendwelche Belohnungen dafür. Das ist also eigentlich alles echt ganz einfach. Wir haben auch einen begrenzten Pool an Arbeit haben. Wenn der weg ist, ist die Runde vorbei. Es geht eben darum, dass immer jede Runde so Wasser aus den Bergen runter in den See und dann auch eben ins Meer fließt. Und wir müssen halt unterwegs Staudämme bauen, das Wasser aufhalten, Turbinen bauen und Kraftwerke bauen, das Ganze eben halt zu Strom zu machen. Und es kostet halt immer Ressourcen, weil wir diese Ressourcen nicht verbrauchen. Wenn wir jetzt einen Staudamm bauen, kostet das quasi ja Zementmischer und dann kommen die auf dieses Rad. Dieses Rad drehen wir halt weiter, solange sind die Ressourcen nicht zur Verfügung. Aber wenn das Rad einmal rum ist, dann haben wir die Ressourcen wieder, auch die Aktion wieder, können das halt wieder irgendwo anders neu machen. Und da gibt es natürlich auch Möglichkeiten, dieses Rad zu manipulieren. Es gibt Möglichkeiten, irgendwie mehr Geld zu bekommen, dann auch einfach diese Energieproduktion zu machen und das eben auch mit mehr Energie, weniger Energie. Es gibt bestimmte Rundenbonne, die wir machen müssen. Also ich habe ja auch ein Video gemacht, wenn euch das Spiel irgendwie interessiert, guckt es euch an. Der Kickstarter läuft jetzt noch, ich glaube ungefähr 2 Tage, wenn ihr das Video gleich am ersten Tag hier guckt. Und das ist ein gutes Spiel, aber ein krass interaktives Spiel. Kein Spiel, das einen auf Schienen führt, wo man mal hier was macht, da was macht, für alles Punkte bekommt, sondern wenn man sich verplant, kann man am Ende wirklich raus sein oder so weit hinten, dass einfach die letzte Runde schon fast keinen Sinn mehr macht. Also das ist wirklich ein Skillspiel, wo man halt auf jeden Fall gut drin werden kann, das durchaus unterhaltsam ist für die richtige Zielgruppe. Guckt euch mein Video mal an, dann wisst ihr, ob ihr die richtige Zielgruppe seid oder nicht. So, und dann als letztes haben wir noch Blackout Hong Kong gespielt. War ganz lustig, wir hatten Montag mit Markus und das Spiel stand da noch hier und Markus meinte, oh, der neue Fister, will ich gerne spielen. Und ich dachte, okay, das ist irgendwie schon 10 Uhr, warum will Markus jetzt noch so einen Klopper spielen? Eigentlich eher was, wo wir um 8 mit anfangen und nicht noch um 10. Ja, aber er wollte spielen. Ich habe auch gesagt, es dauert ungefähr eine Stunde mit Erklärung vielleicht. Hier steht ja 75 bis 150 Minuten drauf. Wir haben dann, glaube ich, 2 Stunden mit Erklärung gespielt, aber das war trotzdem mit auch 2-3 längeren Pausen zwischendurch, aber war ganz gut, war eingängig. Ich habe es ja jetzt auch schon mal gespielt, habe auch schon ein Video dazu gemacht. Das heißt, ich konnte es relativ zügig erklären, war da auch schnell drin. Markus hat das Konzept des Spiels dann auch sehr schnell verstanden. Und ich muss sagen, insgesamt finde ich es halt auch gut. Wenn ich es jetzt so ranken würde mit Great Western Trail, Mombasa, Blackout, würde ich wahrscheinlich Blackout auf Platz 3 ranken von den dreien, wobei das halt alles immer noch gute Top-Spiele sind. Great Western Trail besticht für mich eben dadurch auch, dass diese Aktionen, die man machen kann, die liegen eben immer unterschiedlich aus, sprich dadurch haben wir immer andere Kombinationen, immer andere Strategien, die wir verfolgen können. Die Gebäude sind andere, die wir bauen können, auch abhängig davon, wo die Aktionen auf dem Spielplan liegen, machen die Gebäude an anderen Plätzen auch Sinn, sprich da ist so für mich gefühlt sehr viel Varianz von
Spiel zu Spiel drin. Und das hat auch ein sehr flottes Gameplay und geht einfach sehr zügig. Es trotzdem fühlt sich irgendwie komplex an. Auch die Erweiterung bringt neue Elemente rein, um es noch komplexer zu machen, finde ich halt echt gut. Hier bei Blackout ist es eben so, jeder hat hier so seinen Spielplan, wo im Prinzip die Phasen draufstehen. Wir machen halt erst alle Phase 1 Karten aufspielen, alle Phase 2 Karten umdrehen, abhandeln. Phase 3 Ziele erfüllen. Phase 3, 4 neue Ziele holen, ich habe die jetzt nicht genau im Kopf, dann irgendwie Ressourcen wegwerfen und dann irgendwie wieder von vorne. Nebenbei noch ein bisschen Area Control auf dem Spielfeld und das macht man halt so Runde für Runde für Runde, versucht dann mehr Punkte zu bekommen, bessere Karten zu bekommen, mehr Ressourcen bekommt, auf dem Spielplan so ein paar Areale abzugrenzen. Das ist alles gut, das ist solide. Ich finde auch das Artwork ist tatsächlich, hat auch einer im Stream gemeint, so von wegen, ja, das ist eigentlich das Beste, was man bei so einem Eurogame machen kann, weil bei so Eurogames sind die Themen im Prinzip ja immer absolut beliebig und tun nicht zur Sache. Hier haben sie einfach das Spielfeld schwarz gemacht, gesagt Blackout und dann das Eurospiel draufgeklatscht. Also eigentlich das perfekte Ding für so ein Eurogame. Ich finde, das passt auch durchaus, gerade mit diesen Ressourcen, die mal da sind, mal nicht. Und ja, ist auf jeden Fall ein gutes Spiel, das Spaß macht, wo ich auch, denke ich, noch 2, 3, 4 Partien spielen werde. Aber ich bin mir auch da eben gerade nicht so sicher. Das ist auch, also ich glaube, in meinen Spielrunden wollen das noch ein paar Leute auf Spielen ausprobieren. Aber wenn ich das jetzt so auch 2, 3, 4 Mal mit den gleichen Leuten spiele, wie viel Neues bietet das von Partie zu Partie? Da kann ich jetzt noch nicht viel zu sagen. Also ich glaube nicht, dass das so der große Dauerbrenner bei mir werden wird. Und ich denke, wenn ich im halben Jahr vor der Wahl stehe, spiele ich einen Blackout oder spiele ich einen Great Western Trail, wird es bei mir wahrscheinlich eher Great Western Trail werden. Also ist ein gutes Spiel, gehört auch definitiv mit zu den besseren Euros des Jahrgangs, aber für mich halt nicht der Great Western Trail Killer. Will das Spiel wahrscheinlich auch gar nicht sein. Habe ich ja, wie gesagt, auch schon ein Video gemacht, wo ich nur das Regelheft quasi hatte. Ich werde euch jetzt noch mal ein richtiges Let's Play dazu, Übersichtsvideo machen, wo ich euch dann genau zeige, wie das funktioniert mit richtigem Spielmaterial auf dem Tisch. Aber wie gesagt, macht Spaß, ist unterhaltsam. Werde ich auch noch 2, 3 Partien sicher spielen und dann auch fundiert mehr dazu sagen können, weil ich habe jetzt im Prinzip nur eine Lernpartie und eine richtige Partie gespielt. Das ist halt immer noch nicht so ganz aussagekräftig. Und ja, das war's. Im Rohschnitt deutlich über eine Stunde. Aber ich denke, wenn ich das alles schneide, wird das Richtung 50 Minuten wahrscheinlich gehen. Vielleicht ein bisschen drunter hoffentlich. Ja, ich müsste im Prinzip die Videos deutlich häufiger machen. Auch vielleicht so, aber gefühlt haben wir immer noch nicht so viel gespielt. Auch gerade, weil ich jetzt immer vieles wieder auf den Tisch bringe. Aber es ist dann doch eben in der Summe eine Menge. Ich habe jetzt im Prinzip die ganze nächste Woche nochmal frei. Hoffe, dass ich da dann eben auch zum Beispiel hier Teotihuacan nochmal auf den Tisch bekomme. Australia will ich auf jeden Fall nochmal spielen, bevor ich dazu ein Video mache. Würfelsee, da habe ich im Prinzip schon oft genug gespielt, um da ein Video zu machen. Und ja, also ich bin gerade echt ganz guter Dinge, dass ich mit allem, was ich aus Essen mitgebracht habe, mit einem Großteil schon im November durch bin und wirklich Ende Dezember wahrscheinlich 80-90% der Spiele rezensiert habe und auch so oft gespielt habe, dass ich dazu eine Rezension machen konnte. Im letzten Jahr habe ich ja im April, glaube ich, so ein Pile of Shame Video gemacht, da war hier immer noch alles voll, weil es einfach so viel war. Das klappt dieses Jahr deutlich besser und darum freue ich mich sehr auf euer Feedback. Gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben, schreibt einen Kommentar. Ja, und das war's dann von mir. Ich danke fürs Zugucken, sage bis bald und tschüss.